Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir feiern Gottesdienst, wir feiern wieder Gottesdienst, heute hier im Steinbruch in Breitenau. Und wir haben noch etwas zu tun. Die Osterkerze stand jetzt lange in der Kirche und sie hat bis jetzt ihren Dienst nicht erfüllen können, weil wir keinen Gottesdienst dort gefeiert haben. Aber heute soll sie brennen. Die Osterkerze steht dafür, dass der lebendige Christus in der Kirche anwesend ist. Ist das Zeichen dafür. Eigentlich bis Himmelfahrt, solange unter den Jüngern war. Sie steht aber das ganze Jahr über als Zeichen der Anwesenheit von Jesus in der Kirche. Und heute wollen wir sie anzünden, weil wir wieder zusammen. Und wir wollen singen, lobe den Herrn auf dem Weg. Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wie die Berge feststehen über den Tälern, steht deine Gerechtigkeit fest. Wie
Wie das Meer unendlich sich breitet, so ohne Grenzen ist deine Macht. Wie kostbar ist deine Güte, wir werden satt von den reichen Gütern, die die Erde darreicht. Und du tränkst uns mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Herr Jesus Christus, du bist aufgefahren, den Himmel zu deinem Vater zurückgekehrt und dir gehört alle Macht, die auf Erden wie im Himmel. Und wir bitten dich, hilf uns darauf zu vertrauen, dass du uns nahe bist, damit wir ohne Furcht leben und deine Gegenwart bezeugen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und sagt zu ihnen: Geht ihr hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Herrn und an Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und seinem mächtigen Vater. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich danke einem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seiner Liebe und preisen seine Gnade. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich,
bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich, dass er alle Menschen in seinen Händen trägt. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Der Predigttext für heute aus dem Johannesevangelium, 17. Kapitel. Jesus betet für seine Jünger. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, ich bitte nicht allein für die, die du mir gegeben hast, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gott, der Herr, segne uns zu reden und hören durch seinen Geist. Amen. Jesus betet, und das war noch vor seiner Hinrichtung. Er weiß um seine Verfolger und er ahnt seinen Tod. Und im Gebet bewegt er seine Gedanken vor Gott. Denn nichts anderes ist ja beten, dass ich Gott sage, so denke ich mir das. Was denkst denn du dazu? Und dann im Inneren zu spüren, was Gott antworten könnte. Was ist dein Wille, Gott, zu dem, was da geschieht? Jesus betet, ich möchte, dass alle eins sind. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Das weiß man in einem Dorf, und da gibt es immer mal Streitereien. Das war unter den Jüngern so. Das war nie so, dass das nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Die haben sich immer mal wieder in den Haaren gerieben. Da wollte der eine etwas größer, etwas wichtiger sein. Dann haben die anderen gesagt, was, warum drängst du dich nach vorn? Das ist so unter Mensch. Aber darum geht es hier gar nicht so sehr. Dass Jesus sagt, ich möchte, dass alle eins sind, heißt nicht in erster Linie, dass alle eine Meinung haben und immer sagen, ach, bist du lieb, sondern dass sie gemeinsam unterwegs sind. Und vor allem, dass sie eins sind mit ihm auf diesem Weg. Das heißt, mit ihm und damit gleichzeitig mit Gott, denn das ist das große Ziel. Jesus weiß sich ganz innig verbunden mit seinem Vater. Das ist einfach das Nächste. Mit ihm spricht er jeden Tag und er weiß, dass seine Liebe ihm gilt und das nie aufhören wird. Und genauso möchte er, dass die Menschen Gott erfahren. Deswegen hat er ihnen von Gott erzählt.
alles, was er wusste und was ihm von seinem Vater bewusst war, hat er ihnen mitgeteilt und gesagt, so wie mich Gott liebt, so liebt er euch auch. Und ihr könnt es in eurem Leben realisieren. Ihr müsst nur mitkommen, mitmachen und dann spürt ihr. Alle, die mit ihm kamen, wollte er gern damit drin haben, dass sie genauso diese Liebe Gottes spüren. Und alle, sagt er auch, die noch dazukommen. Damit sind auch letzten Endes wir gemeint. Wir sind 2000 jede Jahre später dann auch dazugekommen. Aber es war eine harte Probe. Denn vor den Jüngern steht noch, dass sie miterleben müssen, wie Jesus gekreuzigt wird. Und dass sie fragen, wo ist da Gott? Selbst Jesus hat am Kreuz gefragt, warum hast du mich verlassen? Wo soll das hinführen? Er wusste es da nicht. Diese große Frage, die steht in jedermanns und jeder Frau's Leben. Sie steht auch für unser Leben. Und für unsere Fragen, die wir haben. Wie geht das hin in dieser Welt? Wo ist der Sinn von dem Ganzen? Aber es gehört auch die Erfahrung dazu, dass Jesus lebt. Dass die Jünger erfahren haben, Mensch, er ist nicht tot. Ich habe ihn erlebt. Er war da, er war vor mir gestanden. Ich habe wieder mit ihm geredet. Wie auch immer das hat gehen müssen. Es ist nicht alles zu Ende. Und das Leben, das lohnt sich. Und bis heute haben wir als Christen erfahren von anderen Menschen, ja, Jesus lebt. Nicht so, wie es die Jünger damals gesehen oder erfahren haben, aber wir haben gehört, er lebt. Und wir haben erfahren, was Leben heißt, wenn wir als Christen daran glauben, dass da etwas geschieht. Und wir lernen. Wir lernen, mit dem nicht greifbaren Jesus zu leben. Denn auch die Jünger haben gemerkt, es geht nicht ewig, dass er da ist. Und eines Tages haben sie erlebt, er war dann weg plötzlich. Das nennen wir Himmelfahrt. Einer schreibt, es war wie eine Wolke, die den Jesus da umhüllt hat und dann war er weg oder ist da hinaufgefahren. Man hat sich versucht, Bilder zu machen. Aber sie wussten genau, er kann nicht immer uns bildlich vor Augen sein. Denn Jesus gehört eigentlich zu seinem Vater in den Himmel. Und er hat gesagt, da gehe ich wieder hin. Und trotzdem bin ich bei euch, alle Tage. Und das ist auch ein Zeichen dafür, was Gott ist. Gott ist auch nicht greifbar, den kann man nicht anfassen. Der ist nicht da. Jesus war da als Mensch auf dieser Erde, aber Gott ist nicht greifbar. Und er ist doch überall am Werk. Und wir fragen und wir lernen heute, wie können wir ihm begegnen. Das ist der Weg von Pfingsten. Aber das kommt am nächsten Montag. Oder wer möchte am Sonntag dann in Gauerstadt in der Kirche. So weit sind wir noch nicht ganz. Wie geht das weiter? Mit uns, die wir jetzt Christus begegnen. Aber für heute bleibt uns mal das Gebet. Er möchte, dass wir eins sind in Gott. Dass wir schauen, fragen und beten, was das heißt. Dass wir wissen, dass er bei seinem Vater im Himmel ist und doch für uns da, so wie Gott für uns da ist. Dass wir seine Worte und Taten in unserem Kopf haben und von diesen Geschichten her all das erleben, was heißt es, dass Jesus auf der Welt ist. So wie er gesagt hat vorhin im Evangelium, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ihr mögt das spüren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus. Jesus Christus herrscht als König. Jesus Christus herrscht als König.
Sünden. Jesus sei der Herr zu nennen, die man ihre Lieben muss. Gott ist Herr, der Herr ist eine und im selben gleiche Teile. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein Ewigkeit. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die lebt als teures Haus. Er hat sie mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getauft, und sie lebt, weil sie glaubt. Gib dir Sünder ihm die Herzen, schlag dir Kranken ihm die Schmerzen, sag dir Armen ihm die Not, Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen. Reichtum schenkt er nach dem Tod. Ich darf Danke sagen für die Gaben beim letzten Gottesdienst. Das ist lang her. 8. März war das. Die angeordnete Kollekte 8 Euro, in der Kirchenkasse 11,50 Euro. Des Weiteren haben wir unterdessen bei einem Geburtstag eine Spende von 200 Euro bekommen. Dankeschön, hilft sehr. Und eine Spende fürs Gemeindehaus anlässlich einer Veranstaltung noch im letzten Jahr, 15,10 Euro. Bei der Frühjahrssammlung in den Tüten, die im letzten Gemeindebrief waren, kamen in Breitenau zusammen 224 Euro für das diakonische Werk und 56 Euro für diakonische Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Die heutige Kollekte in den Körben, die dort vorne am Tisch stehen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Die Kirchenkasse ist ja immer für die Aufgaben des Gottesdienstes, also was für Gottesdienst kostet. Dann darf ich einladen, am Sonntag jetzt, übermorgen, gibt es nochmal eine Audioandacht auf der EPOVI-Internetseite. Den nächsten Gottesdienst in Gauerstadt in der Kirche am Pfingstsonntag um 9 Uhr und hier im Steinbruch am Pfingstmontag, so wie wir es ja eigentlich gewohnt sind, hier in Breitenau um 10 Uhr. Also wer Montag in 8 Tagen wieder hier sein will, herzliche Einladung. Ansonsten Pfingstsonntag, 9 Uhr in Gauerstadt. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Weite des Alls mit schöpferischer Kraft erfüllst. Du trägst die ganze Welt mit grenzenloser Güte und bist anwesend mitten unter uns. Du hast uns Jesus geschenkt, das Bild deiner Liebe, und durch ihn regierst du die Erde. So bitten wir dich heute für die ganze Christenheit überall. Mach sie in der Gewissheit stark, dass Jesus bei ihr ist, bis an der Weltende, jeden Tag erfahrbar. Lass sie eins sein im Glauben, im Hoffen und in der Liebe. Schenk ihnen Mut, dass sie befreiende Worte haben und helfende Taten. Und wir bitten dich
für unsere Welt, die so gefährdet ist und oft zerrissen. Wehre allem, was an Macht sie zerstören will. Lass alles in Wissenschaft und Technik, in Wirtschaft und Politik Verantwortung zeigen vor dir und eintreten für ein menschenwürdiges Leben. Gib allen, die sich für ein friedliches Miteinander der Völker und Menschen einsetzen, die Zuversicht, dass ihre Arbeit nicht vergeben ist. Und wir bitten dich für die Menschen, bei denen die Fragen noch unbeantwortet sind, die ihr Leben sinnlos finden, denen der Himmel verschlossen scheint. Jesus, sei für sie da. Und zeige deinen offenen Himmel. Darum bitten wir dich, dass du die Gebeugten aufrichtest, dass du die Engstirnigen die Angst vor der Weite nimmst, dass du den Rückwärtsschauenden den Blick für die Zukunft weit offen machst und den Zerstrittenen, dass sie ein Wort der Versöhnung waren. Dich loben wir. Denn du bist in deiner Schöpfung und du hältst sie fest und du befreist uns zur Nachfolge Christi. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so schenke uns Gott seinen Segen. Den Segen des Lichtes und der Klarheit, den Segen der Freude und der Zuversicht. So segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Singen wir noch. Nun Dank, großer Gott, wir loben. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, die du warst. For aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Heilig, Herr Gott, Zebaoth, heilig, Herr, der Himmelszierge.